Beispiel speziell auf meine Gruppe bezogen, gibt es ein Kinderrestaurant und das war für mich so, wo ich sage, wow. Ja, also ich kenne das ganz anders. Es gibt ja so viele Kitas, wo die Räume so klein sind und man einfach nur in einem Raum spielt, isst, schläft. Und das ist natürlich sehr belastend, sage ich mal, fürs Personal und für die Kinder, weil das einfach ein enormer Zeitdruck auch ist, ne? Das immer richtig anzupassen an die Situation. Und so ist es halt hier, du kannst einfach ganz entspannt nach und nach alles abhandeln, ja, und es gibt einfach viel Raum für alles, ja. Also das ist eigentlich so, wo ich sage, hier gibt es sehr viel Platz, vielfältige Möglichkeiten an Spielsachen und alles, was man so braucht halt, ne. Pause lieber allein oder mit Kollegen? Bei Pause mag ich lieber allein zu sein, dass ich wirklich meine richtige Ruhe habe. Wir haben hier bei der Kita Regenbogeninsel in der Nähe haben wir sozusagen einen kleinen Wald, wo man dann wirklich ein bisschen das nutzt als, sage ich mal, Waldbaden, dass man wirklich viel Anspannungen, was man dann zusammengesammelt hat an dem Tag, dann auslöst. Ich mag das eigentlich nicht so, allein zu sein in der Pause. Eigentlich bin ich gerne mit Kollegen, weil ich finde, das ist ja durch unseren Pausenraum auch schön, dass man sich da mal austauschen kann, ne? Auch mit Kollegen aus den anderen Gruppen. Aber es gibt auch Tage, wenn ich sage, oh Gott, ich muss mal durchatmen, dann mache ich auch Pause alleine. Und dann setze ich mich auch mal runter in den Garten und trinke da in Ruhe meinen Tee und atme durch. Krippe oder Elementar? Also ich kann aus Erfahrung sagen, ich war ja während meiner Ausbildungszeit fast ausschließlich in der Krippe und habe jetzt sozusagen den großen Unterschied kennengelernt und habe für mich so festgestellt, die Krippe ist schon wirklich was sehr Schönes und es hat auch so seine Vorzüge, ne? Da ist ja auch nochmal so der Bindungs- und Beziehungsaufbau so im Fokus und die extreme Nähe, die Kinder auch noch brauchen. Und ich finde, der Elementarbereich hat so seine Vorteile darin, dass man einfach auch dadurch, dass die Kinder ja schon älter werden und sind, einfach auch andere Angebote machen kann. Ne? Also man kann auch mit ihnen gemeinsam so die Welt entdecken, man kann Ausflüge machen. Ne? Und das ist natürlich mit ganz kleinen Kindern sehr schwierig, auch wenn es trotzdessen eine schöne Arbeit ist, aber es bietet einfach, finde ich, mehr Möglichkeiten. Als Erzieherin, man lernt nie alles. Man braucht wirklich immer Fortbildungen oder wo man dann wirklich die Kita, also unsere Kita, unser Träger das anbietet, dass man sozusagen dann Fortbildungen kostenlos auch bekommt. Ich hatte auch, sage ich mal, jetzt gerade Nachhaltigkeit als Fortbildung. Musik